Bei einer chronischen Mittelohrentzündung muss man die Ursache auch im Bereich der Nase und der Ohrtrompete suchen. Eine chronische Mittelohrentzündung entsteht häufig gar nicht im Ohr, sondern hat ihre Ursache in der schlechten Belüftung des Ohres. Die Ursachen hierfür liegen häufig im Bereich der Nase oder im Bereich der Ohrtrompete. Wenn hier die Funktion über einen längeren Zeitraum stark eingeschränkt ist, kann eine chronische Mittelohrentzündung entstehen. Eine chronische Mittelohrentzündung macht häufig auf dem betroffenen Ohr eine Hörminderung. Es können auch Ohrgeräusche und in seltenen Fällen auch Schwindel auftreten. Natürlich gibt es bei den entzündlichen Veränderungen auch Schmerzen und es kommt auch zu Ausfluss aus dem Ohr. Wenn dieser Ausfluss auch noch übel riechend ist, dann ist wirklich Gefahr im Verzug. Zum einen versucht man, die Ursache der Entzündung zu beseitigen, indem man die Belüftung verbessert. Hier können zum Beispiel Eingriffe im Bereich der Nase oder der Ohrtrompete notwendig sein. Durch die chronische Mittelohrentzündung entsteht fast immer ein Loch im Trommelfell. Dieses sollte dann zur Verbesserung des Gehörs und zur Minimierung der Entzündungen operativ verschlossen werden.